Problem, wenn wir die Zinsen anheben, weil wir eben nicht mehr an das Kapital kommen. Dann haben wir vielleicht noch mehr Insolvenzen. Also diese Lösung, wir drucken Geld, habe ich bei Covid noch akzeptiert. Da hatten wir auch gewisse finanzielle Reserven. Aber jetzt wissen wir ja, wenn die höchste Inflation seit Dekaden, jetzt können wir nicht einfach sagen, da hauen wir noch ein paar Dollar oder Euro raus. Das geht nicht. Gut, aber was auch nicht geht, ist, den industriellen Kern dieses Landes jetzt über die Wupper gehen zu lassen. Ne? Katastrophe. Ja, das meine ich doch auch. Vor allen Dingen, glaube ich, es tut mir total leid, Ihnen zu widersprechen, aber... Dafür sind wir hier. Genau. Das wird heute Abend noch häufiger passieren, fürchte ich. Ja. Aber, jetzt dran gewöhnt. Ja, aber ich finde, dass Ihre Analyse der Inflation völlig falsch ist. Mhm. Weil die Analyse der Inflation, also Inflation entsteht nicht dadurch, dass der Staat sich verschuldet hat, sondern die Inflation entsteht dadurch, wir sind alle dabei, dass die Energiepreise so teuer werden. Und die Energie wird so teuer, weil Putin gerade die Pipelines zudreht. So der ganz wesentliche Treiber der Inflation sind Nahrungsmittel, weil die auch so viel Energie brauchen, um hergestellt zu werden, mhm. und die Energie an sich. So, und da ist jetzt also die Produktion von Schulden durch den Staat nicht das zentrale Problem. Was Sie daran sehen können, dass der Schuldenstand im Augenblick ungefähr bei 66% mhm. der Wirtschaftsleistung ist. Das ist wenig, das ist fast Maastricht. Ne? Mhm. Da sehen Sie schon, die Probleme der Inflation sind die Energiepreise. Genau, das habe ich ja auch gesagt, ja. Absolut, Nachfrage und Angebot. Aber was ich auch definitiv, ich glaube, da kann einfach keiner widersprechen, wenn die Zentralbanken mehr Geld drucken, dann geht die Inflation hoch. Nee, das ist eine falsche Wirtschaftstheorie. Das ist Milton Friedman, das ist schon widerlegt. Also ja. Da habe ich eine sehr andere Meinung zu. Aber wenn Sie jetzt aber wirklich Unternehmer sind und investieren und dann auf der Basis einer falschen Geldtheorie, dann sehe ich da ein Problem. Also ehrlich gesagt, ganz im Ernst, es wundert mich nicht, dass Sie schon mehrfach pleite waren. Ja. Nicht? Ja. Also ich glaube, mehrfach pleite bin ich deswegen gegangen. Okay. Ja. Ja, aber wenn man noch nicht mal weiß, wo Inflation herkommt, dann ist das echt peinlich, weil das ist ja für Sie wichtig.